Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne und das ist das Orakel der Seele für die Woche vom 11. bis 17. November. Dafür schließe ich mich energetisch an die Seelenebene an, auf der all unsere Seelen miteinander vernetzt sind, und ich schaue nach, welche allgemeingültigen Energien und Schwingungen in dieser Woche auf uns einfließen werden und wie wir am besten damit umgehen können. Zur Veranschaulichung nehme ich meine kleine Helferin zur Hand, das Kollektiv Mädchen, da sie stellvertretend für uns alle schon mal die kommende Woche, was ihr widerfährt und somit was uns widerfahren wird. Dann gehen wir mal los. Unser Kollektiv Mädchen macht gerade so den ersten Schritt auf eine Hängebrücke. Sie ist ganz zaghaft, aber die Hängebrücke sieht auch nicht gerade sehr einladend aus. Sie ist sehr eng, es gibt keine Geländer oder irgendwelche Seile, an denen man sich festhalten kann. Ja, und sie geht eben sehr vorsichtig. Was aber auffällig ist, ist, dass mit jedem Schritt, den sie weitergeht, die Hängebrücke breiter und stabiler wird. Und es gibt noch was sehr Auffallendes, und zwar, dass sie in grünes Licht gehüllt ist. Jetzt schauen wir mal, was das bedeutet. Also in dieser Woche geht es darum, eben neue Wege zu erkunden, die Komfortzone zu verlassen. Das passt sehr gut zur Energie, denn wir haben am 12. November, dem Dienstag, Vollmond. Vollmond steht ja immer dafür, eben etwas zu vollenden, etwas abzuschließen. Und wir kommen ja aus einer sehr intensiven Zeit. Einer Zeit, in der unser Weltbild auf den Kopf gestellt wurde, in der sehr viel Altes nach oben gekommen ist, in der wir irgendwie durchgewirbelt wurden. Und jetzt können wir diese Phase vollenden und jetzt geht es darum zu schauen, okay, wer bin ich dann jetzt an dieser Stelle? Wie sieht jetzt meine Welt aus? Wie mache ich weiter in meinem Leben? Und das ist dieses Spannende. Und an dem Punkt fühlen wir uns, glaube ich, alle eher unwohl, weil man weiß nicht genau, was kommt. Man probiert Neues aus, man geht anders mit Menschen um. Die sind dann erstmal irritiert. Also es ist eine sehr spannende Phase, in der man sich, wie gesagt, nicht unbedingt ganz wohl fühlt. Und das ist immer so, wenn wir eben unsere Komfortzone verlassen. Aber in diesem Bild passiert eben etwas ganz Spannendes. Mit jedem Schritt, den wir gehen auf diesem neuen Weg sozusagen, wird es stabiler und sicherer. Und das kennst du bestimmt auch. Wenn du etwas Neues ausprobierst, ist es erstmal wackelig. Aber mit der Zeit wird es auch zur Routine, denn du machst es öfter, du fühlst dich wohler, du fühlst dich sicherer. Und an diesem Punkt stelle ich mir oftmals vor, dass ich meine Komfortzone gar nicht verlasse, sondern dass ich sie nur erweitere. Denn das, was vorher eben außerhalb der Komfortzone gelegen ist, diese Hängebrücke sozusagen, diese breitere Hängebrücke auch, die können wir rein, also da wird jetzt unsere Komfortzone draus, weil wir uns da sicherer fühlen mit der Zeit. Und das finde ich immer eine ganz gute Vorstellung. Ich verlasse jetzt nicht meine Komfortzone, ich erweitere sie. Und dadurch haben wir ein bunteres, ein abwechslungsreicheres Leben und das ist schön, mit mehr Facetten, mit mehr Ideen, mit weniger Glaubenssätzen. Und das macht das Leben aus und das macht das Leben leichter. Also das ist ganz toll, was da in dieser Woche passiert. Eben wir probieren Neues aus, wir überlegen uns Neues, wir machen ein neues Weltbild auf, aber wir fühlen uns recht schnell wohl damit und das ist schön und das ist toll. Und jetzt kommt eben ganz spannend dieses grüne Licht dazu, in das unser Kollektivmädchen gehüllt ist. Grünes Licht steht oftmals für Heilung. Ich frage aber in den Bildern immer nochmal nach. Manchmal kommen noch andere Komponenten mit dazu oder es ist eben in jedem Bild auch so ein kleines bisschen eine andere Komponente eben noch mit dabei. Jetzt fragen wir mal, was das grüne Licht hier bedeutet. Da kommt dann wirklich auch sofort Heilung, aber auch Selbstliebe. Heilung und Selbstliebe. Was bedeutet die Heilung in dieser Woche? Wir haben diesen Heilungsprozess schon vor sehr langem losgetreten. Und eben, es ist ein Prozess, es geht nicht zack und jetzt ist man geheilt und jetzt sind die alten Wunden komplett verschlossen. Es ist ein Prozess, an dem wir arbeiten dürfen. Und da ist sehr, sehr viel passiert. In dieser Woche geht es aber darum, dass wir dem liebevoll ins Auge blicken sozusagen, wenn wir nochmal einen kleinen Rückfall haben. Ja? Also es gibt oftmals die Momente, wo man denkt, das habe ich doch schon abgearbeitet oder ich habe doch schon, nehmen wir mal das Elternthema, schon behandelt. Jetzt konnte mich meine Mutter aber wieder total triggern und ich bin aus der Haut gefahren. Und das ärgert uns dann meistens so. Warum ist das so? Ich habe doch schon dran gearbeitet, jetzt müsste es doch gut sein. Aber berücksichtige, dass wir eben ein Gewohnheitstier sind und dass wir das über Jahrzehnte lang gelebt haben. Deswegen ist es eben nicht plötzlich weg, sondern es kann passieren, dass wir nochmal zurückfallen. Das Wichtige daran ist aber nur, dass wir aufmerksam sind, das sofort erkennen und uns im Idealfall rausziehen. Wenn du solche Momente erlebst, stell dir vor, du gehst einen Schritt aus dir heraus und betrachtest die Situation von außen. Das macht es oftmals leichter. Also sei da eben in der Selbstliebe, sei wohlwollend mit dir. Mach dich nicht fertig, weil in dem Moment, in dem du dann böse zu dir bist oder dich beschimpfst, gibst du dieser ganzen Sache Energie und du fällst noch mehr in alte Muster zurück. Tu das nicht, bleib in der Selbstliebe. Du musst nicht perfekt sein. Wir sind alle nur Menschen, wir sind hier, um uns weiterzuentwickeln. Und das ist ein Entwicklungsprozess. Nimm den an, geh den durch und betrachte dich mit wohlwollenden Augen. Da ist die Selbstliebe so wichtig für den Heilungsprozess.
Und wenn du da noch intensiver reingehen möchtest in dieser Woche und eine Frau bist, dann schau dir gerne meinen Königinnen-Online-Kurs an, in dem es darum geht, die weibliche Urkraft zu erwecken. Da geht es eben um Selbstliebe, da geht es darum, mit sich ins Reine zu kommen. Und für alle Singles gibt es den Online-Kurs in 3 Schritten zum Traummann oder zur Traumfrau. Da geht es eben auch darum, den alten Ballast loszulassen, in die Heilung zu gehen, in die Selbstliebe zu kommen, Abhängigkeiten zu lösen. Das ist sehr interessant, sehr hilfreich, wie ich finde. Schau dir gerne meine Kurse an. Du kannst sie jederzeit starten und in deinem Tempo durchmachen. Du findest sie alle auf yvonneboehm.de. Ich werde es unten natürlich auch noch verlinken. Und wenn du in diesem Prozess Unterstützung in Form von einer persönlichen Beratung möchtest, schau auf der Seite werbestu.com vorbei. Da sind die Seelenhelfer, die ganz tolle spirituelle Arbeit leisten und dich sicher auch in deinem Heilungsprozess unterstützen. Jetzt wünsche ich dir also eine spannende Woche. Bleib aufmerksam, bleib in der Selbstliebe, probiere wieder Neues aus, erweitere deine Komfortzone und ja, dann bin ich schon gespannt, was dir da alles widerfahren wird. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne wieder einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.